Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen auch wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Der Rese Frank, Rechtsanwältin und Yoga-Studio-Besitzerin, Folge in Folge, aber hier solo gesendet. Bei mir zu Gast, wir reden jetzt über Namastese. Hallo. Hallo. Ich bin noch immer am Tanzen, sportlich, von diesem tollen Jingle. Ich bin begeistert. Wow, danke. Er hat mich jetzt voll rausgerissen. Genau, du warst ja schon müde vom Rechtsanwalts-Podcast, den wir davor geführt haben. Genau, die Vormittagsmüdigkeit ist mit diesem Jingle jetzt weggeblasen. Sie ist wieder wach. Eine Rechtsanwältin, die ein Yoga-Studio im schönen 22. Bezirk gegründet und eröffnet hat. Das ist richtig. Ding findet sich in der Aspernstraße 124. 129. Kannst du deine eigene Schrift seine nicht lesen. Eigene Schrift lesen können. Und ja, Namastese. Du heißt Therese. Ich habe einen Verdacht. Ja, es ist tatsächlich ein extrem lustiges Wortspiel zwischen Namaste. Wahnsinnig lustig, oder? Ja, wahnsinnig genau. Lustig. Zwischen Namaste und ich meinem... Ich habe meinen Lachjingle leider nicht. Wieso hast du nicht? Das müsstest du so... Ist auf einer anderen Bank. Na, ich könnte den... Okay, ich probiere es mal. genau. Zwischen Namaste und meinem Spitznamen. Ich finde es aber eh gut. Namastese, man merkt sich. Namastese, genau. Und als ich mir gedacht habe, okay, ich möchte eigentlich ein Yoga-Studio eröffnen. Ich finde, das wäre eine gute Ergänzung zu meinem sehr geistig fokussierten Anwältinnenjob. Mhm. Ist mir das dann eingefallen. Da habe ich eines Tages Yoga gemacht und habe mir gedacht, wie könnte ich das nennen? Und es heißt ja immer alles gleich und dann war es wie so eine Erscheinung. So, Namastese. Ja. Genau. So passt. Es bleibt ja die These hinten schon auch stehen, oder? Genau. Gibt es eine These dazu? Ich meine, du denkst ja viel in deinem Job, musst auch viel denken, musst zu Fazits kommen. Aber die These da ist tatsächlich mein Spitzname These. Das ist dein Spitzname? Ja, genau. Ach so, na gut. Genau. Von Therese, mein Spitzname ist These und dann Namastese. Jetzt ist es klar, weil ich habe mir nämlich kurz auch die Namastherese vorgestellt, Yoga, aber das wäre dann wieder nicht so, so nahe an Namaste gewesen. Genau, irgendwie. Genau. Gut, du hast eröffnet 2022, also noch nicht so lange her. Nein, noch kein Jahr. Sprich mal drüber auf der Homepage namastese.yoga, werden wir dann auch in den Shownotes zu dieser Folge natürlich verlinken, findet man einmal lustige Bilder. Das sage ich mal auf jeden Fall, einen Stundenplan und so weiter und so fort. Was ist das Konzept hinter deinem Studio? Ich hol mal vielleicht nur eine Minute aus, um zu sagen, wie ich zum Yoga gekommen bin. Vor circa 2,5 Jahren hatte ich irgendwie eine kleine fast Burnout-Situation. Ich habe immer viel gearbeitet, ich war fertig und habe dann irgendwie etwas gesucht, wo ich mich noch körperlich spüre. Ich war nie besonders sportlich und dann bin ich irgendwie zum Yoga gekommen und bin jeden Tag dorthin gelaufen und habe gemerkt, wie gut mir das tut und habe gemerkt, wie toll das ist, wenn du irgendwie wie dein Körper jetzt dann auch noch in meinem damals auch schon Ende 30-jährigen Alter immer noch dazulernen kann und flexibel werden kann und irgendwie bin ich da reingekippt und habe gewusst, okay, das ist jetzt genau meins und es war so extrem cool und es hat mir so viel Freude bereitet, dass ich diese Freude dann auch mit anderen Leuten teilen wollte und natürlich, nachdem ich jetzt in den letzten 5 Jahren doch durch und durch unternehmerisch geworden bin, mir gedacht, okay, passt da noch ein Business dazu, ist auch wunderbar. Und das Konzept dahinter ist jetzt nicht irgendwie irgendwelche abgehobenen spirituellen Dinge oder so, sondern echt diese Freude an der Bewegung, diese Freude daran, dass dein Körper lernen kann, dass du bei dir bleibst, weiterzugeben an die Leute, die zu uns kommen. Kleiner Spoiler, der Körper lernt auch Mitte 50 noch was dazu, aber ich weiß nicht, ob er das unbedingt will, was er da lernt, aber er lernt und ein lebenslanges Lernen des Körpers. Du bist Social Media ja sehr aktiv und was mir ins Auge gestochen ist auf der Homepage, dass es auch für gute Social Media Fotos und ähnliches eine gute Location ist, dieses auf jeden dein Fall. Studio. Wie kann ich mir das so vorstellen? Ist das da extra gescriptet am Anfang einer Session oder einer Stunde? Was meinst du jetzt genau? Ja, dass die Leute sagen, jetzt machen wir am Anfang mal ein paar Selfies für Social Media und so. Ach so, ja, also die Leute machen schon gerne Fotos. Ich habe sehr viel Liebe, Herzblut und Geld reingesteckt, dass das Studio schön ist. Es hat eine wunderschöne Tapete, es hat Maßmöbel, Upcycling-Möbel.
Und es ist sehr Instagrammable. Das war auch ganz ehrlich. Instagram, es ist wirklich ein Punkt, der wichtig ist. Wenn du dir die Website oder auch unser Instagram, Namastese Yoga, kleine Werbung, zu, anschaust, siehst du. Das ist die erste Werbung im Sportwagen-Podcast. Werbung. Und es ist einfach ein sehr schönes Studio. Es ist ganz klein. Es können nie mehr als 9 Leute auf einmal kommen. Dadurch ist es sehr familiär und bereitet mir extrem viel Freude. Und alle Leute, die gerne Fotos machen wollen und es danach verlinken, sind natürlich eingeladen. Wir sagen immer gerne. Gerne. Genau. Ich bin jetzt beim Stundenplan auf der Homepage. Mhm. Kann man sich dann auch durchnavigieren. Und da gibt's Calm und Power. Genau. Kann man sich vorstellen, was das so bedeutet. Und dann noch jeweils ein Level. Genau. Wie geht's dir das an, wenn jetzt irgendjemand ganz neu hinkommt und sagt, er hat noch überhaupt keine Ahnung von Yoga oder sie? Genau. Und was wir, ist ja doch wie in der Anlageberatung, jeder Mensch ist anders, ne? Genau, jeder Mensch ist anders. Das Tolle an Yoga ist, dass du es wirklich skalieren kannst für alle Leute. Also wir hören ja ganz oft, ich bin so unflexibel, ich kann nicht Yoga machen. Es ist nicht notwendig. Du hast Pölster, du hast Gurte, du hast Blöcke. Nein, nicht zum Schlafen, sondern zum Übungen machen, damit du ein bisschen dich besser dehnen kannst. Also es geht alles. Wir fragen immer am Anfang der Stunden, hat irgendjemand von euch noch nie Yoga gemacht? Und dann schauen wir halt, dass wir die Stunden so gestalten, dass jeder mitkommt. Du kannst die meisten Positionen anpassen von keine Ahnung bis super Profi. Nur bei den Level 2 Powerstunden sagen wir dann schon, die eignen sich für Leute nur, die schon eine Yoga-Praxis haben, weil ansonsten bist du, glaube ich, nur deprimiert, weil du dir denkst, wieso können die rundherum alles machen und ich schaffe das nicht. Und das ist dann nicht der Spirit, den du unbedingt willst. Jetzt bist ja du eigentlich brotjobbige, selbstständige Anwältin. Das heißt, es geht sich nicht ganz aus, dass du da unter der Woche allzu viele Stunden machst. Nein. Punkt. Genau. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die da... Genau, also ich habe eine ganz tolle Geschäftsführerin vom Studio, die Chiara, die mir echt das Social Media schupft, den ganzen organisatorischen Teil mit den Lehrerinnen macht und das passt alles wunderbar und ich unterrichte, also ich bin auch 200 Stunden ausgebildete Yoga-Lehrerin und ich mache einmal die Woche eine Stunde selbst. Das wird dann wohl am Wochenende sein, wenn die anderen laufen gehen, oder? Genau, so. Entweder am Samstag oder am Sonntag. Du kannst dir vorstellen, im Sommer ist die Motivation für Yoga bei den Leuten nicht so groß, aber jetzt im Herbst und Winter, glaube ich, wird es wieder gut werden. Ja, unbedingt. Ich knall dir jetzt noch zwei Begriffe hin, die in diesem Zusammenhang da sichtbar sind. Yoga Remixed. Es gibt sehr viele Yoga-Arten und die sind oft so sehr streng und teilweise sehr spirituell und es folgt irgendwie einem Guru und du machst immer nur eine bestimmte Reihenfolge und es hat noch irgendetwas Geistiges dabei und das wollte ich nicht. Ich wollte in meinem Studio einfach diese Bewegungen, diese Freude an der Bewegung und an dem, was es auch geistig mit dir macht, weitermachen. Ich habe gedacht, gut, ich nehme quasi diese ganzen Sachen, die mir taugen, ich remixe sie in einem Topf und dann gebe ich es wieder raus in die Welt in meinem Studio. Genau. Ich glaube, ich werde da ein paar Soundeffekte für meine künftigen Podcasts oder sonst irgendwelche Sachen raussenden dann. Und das zweite, Badass Yoga Bitch. Ja. Ja. Ja, also ich musste auch feststellen mit dem Yoga-Studio, ich liebe Merch. Merch zu erstellen und so Sprüche und sowas zu machen, ist wirklich wunderbar. Ich trage auch heute hier, bitte, wenn wir schon dabei sind, eben Merch. Ich hab's auf Donauinselfest irgendwo im Foto gesehen. Genau. Die Merch-Armbändchen. Ich bezeichne mich selbst sehr gerne als Feministin und Badass Bitch ist ein feministischer reappropriated, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Begriff einfach für eine Frau, die sich nichts sagen lässt, die selbstständig ist und die ihr Ding macht. Und ich habe das jetzt dann halt noch mit Yoga gespickt und wir haben auch T-Shirts, wo das drauf ist, die mir persönlich auch sehr gut gefallen. Meine Tochter, die jetzt 9 Jahre alt wird, trägt sie oft in der Freizeit, in der Schule, meint sie, sie möchte nicht anziehen, aber Fun Fact, ich habe das angemeldet als Marke, Badass Yoga Bitch, damit ich es vielleicht auch noch mehr vermarkten kann und ich habe jetzt vom Patentamt die Rückmeldung bekommen, dass geplant wird, das nicht einzureichen, weil jeder normale Mensch versteht, dass das ein frauendiskriminierender Ausdruck ist. Aber darf man das nicht als Feministin? Ich sehe es auch, also das ist wirklich
so dieses ganz Alte, vor 30 Jahren war es vielleicht so, aber jetzt hat es einfach nichts Frauenverachtendes. Es ist echt nur ein feministischer Term und ich werde das ganz sicher, wie soll ich sagen, bekämpfen und werde es sicher auch, du wirst sicher auf LinkedIn davon lesen. Ja, ich bin gespannt. Von meinem Streit mit dem Patentamt. Wie es da weitergeht. Auch ich meine, der Jingle, wo du zuerst lachen musstest und aufgewacht bist, ja, den würde sich ja auch anbieten für einen Badass-Yoga-Bitch-Remix. Jedenfalls. Weil das klingt dann irgendwie leibend in einer Maxi-Version oder sonst irgendetwas. Bad. Genau. Abschließend noch ein Call to Action. Du hast es erwähnt, wir sprechen jetzt auch Ende Q3. Gibt es im Winter irgendwelche Spezialitäten bei Namastese im ersten vollen Winter? Im Winter ist es immer wunderbar, mit Yoga anzufangen, weil draußen ist es nicht mehr so warm. Man kann den ganzen Outdoor-Sport nicht mehr machen und man kann reinkommen und endlich mal was für sich indoors tun und keine Ausrede haben, dass das Wetter so schlecht ist. Wir haben einen super Winterstundenplan. Wir haben immer wieder laufende Angebote, die wir auf unserem LinkedIn, jetzt habe ich mich versprochen, wir haben kein LinkedIn für Namastese. Ja. Unserem Instagram und Facebook. Genau. Ja. Und unserer Website finden und ich kann jedem nur raten, schaut's rein, kommt's vorbei. Es ist wirklich ein super nettes Studio mit einem sehr guten Karma und ich verspreche euch, es wird euch gefallen. Es wird euch gefallen. Ja, genau. Gut, dann spiele ich da mal meinen Jingle für diesen leibernden Sportwoche. Sport wollte ich sagen. Sport ist es überhaupt nicht, es ist Spaß. Bester Jingle. Sport, genau, best badass Yoga Beach Flow Instagram. Und überhaupt, schaut euch das mal an im 22. Bezirk und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Tschüssi. So,